Der Ort Limerick in Irland ist schon seit jeher für seine Gastfreundlichkeit bekannt und dass man als Wandersmann und Reisender dort immer ein Lager für die Nacht finden kann. Sofern man zur Unterhaltung des Gastgebers eine kleine Geschichte zur Verkürzung der Nacht und zur Unterhaltung erzählen könnte. Paddy Ahern war ein solcher Reisender, da war ihm kein Geschick für Geschichten in die Wiege gelegt, so dass er in Limerick in Irland nie lange willkommen war und so wanderte er von Ort zu Ort. Eines Nachts, als er wieder einmal in einer einsamen Gegend an einer Haustür klopfte, öffnete ihm ein seltsamer, düsterer, dreinblickender Mann, der sprach: Ah, Paddy Ahern. Willkommen, willkommen. Komm herein und setz dich ans Feuer. Paddy begriff nicht recht, woher der Mann seinen Namen kannte, aber er traute sich auch nicht danach zu fragen. Doch die Chance, die Nacht an einem warmen Feuer in einem Bett zu verbringen, war zu verlockend, und so trat er schließlich ein. Sie aßen und der Mann zeigte Paddy seinen Schlafplatz und schon bald war Paddy eingeschlafen. Aber lange währte die Ruhe nicht. Er war kaum eingeschlafen, als die Tür aufflog und drei Männer hereinkamen, die einen Sack hinter sich herzogen. Paddy sah sich hilfesuchend nach seinem Gastgeber um, aber der war verschwunden. Wer wird uns helfen, den Sack zu tragen? Fragte einer der drei Männer. Werwolf, frag nicht so dumm. Paddy Ahern wird es tun, antworteten die anderen beiden. Zitternd vor Angst und Schrecken musste Paddy aufstehen und gemeinsam mit den Männern den Sarg hinaus übers offene Feld tragen. Paddy wurde durch Gräben und Häken gezehrt und jedes Mal, wenn er stehen bleiben wollte, wurde er beschimpft und getreten. Endlich kam sie an einem einsamen und düster aussehenden Friedhof. Wer hebt den Sarg über die Mauer? Werwolf, frag nicht so dumm. Paddy Ahern wird es tun. Paddy musste den Sarg über die Mauer heben, obwohl er sich dabei fast Arme und Beine ausrenkte. Wer schaufelt nun das Grab? Werwolf, frag nicht so dumm. Paddy Ahern wird es tun. Sie gaben ihm Spaten und Schaufel und zwangen ihn zu graben, bis die Grube ganz ausgeschachtet war. Wer öffnet den Sarg? Werwolf, frag nicht so dumm. Paddy Ahern wird es tun. Paddy, einer Ohnmacht nahe, musste sich hinknien, die Schrauben herausdrehen und den Sargdeckel abnehmen. Doch der Sarg, der so schwer zu schleppen war, war leer. Und wer legt sich jetzt in den Sarg hinein? Paddy Ahern wird es tun. Sie wollten Paddy ergreifen, aber er war schon davongerannt. Mit einem Sprung war er über die Mauer und rannte weit übers offene Feld. Die Männer aber blieben ihm auf den Fersen. Jedes Mal, wenn sie aufholten, nahm Paddy seine Kraft zusammen und rannte noch etwas schneller. Dann sah er ein Licht in einem Fenster und er schrie so laut er konnte um Hilfe. Und als die Tür sich öffnete, erstarrte Paddy. Vor ihm stand sein Gastgeber der letzten Nacht. Das war zu viel. Ohnmächtig sank Paddy zu Boden und als er wieder zu sich kam, war heller Tag. Und der unheimliche Mann machte sich in der Küche zu schaffen. Paddy wollte keine Minute länger bleiben und zog sich die Kleider an, die keine Spuren der vergangenen Nacht zeigten. Du hast mir leid getan, junger Bursche. Du, der keine Geschichten kennt. Doch nun hast du eine, die du abends an den Feuern erzählen kannst, nicht wahr? Der arme Paddy gab keine Antwort. Er griff nur nach seinem Bündel und rannte so schnell ihn die Füße trugen aus dem Haus. Erst als er schon ein gutes Stück hinter sich gebracht hatte, wagte er sich, sich noch einmal umzusehen. Aber hinter ihm lagen nur offene Felder, auf den Kühe grasten. Seit diesem Tage hatte Paddy eine Geschichte, die er erzählen konnte. Und nun, meine lieben Zuhörer, kennt ihr sie auch.